Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Shake. Ja, wir haben ja in der letzten Folge erfolgreich den Wilden Westen abgeschlossen und gucken diesmal, was so Schönes auf uns lauert. Mal gucken, in welche Welt wir jetzt als nächstes kommen. Ich bin schon sehr gespannt. Noch mehr Gelee. Ich habe jetzt die FPS-Anzahl einfach mal auf 60 hochgestellt und muss sagen, ich glaube, man sieht schon einen deutlichen Unterschied, ne? Im Vergleich zu den letzten beiden Folgen. Ich hoffe, das ist ein kleines schönes Upgrade für euch, denn ich bin ein bisschen erstaunt, muss ich ehrlich sagen, weil ich meine, ich habe das jetzt gestern hochgeladen und das Ding hat schon fast 50 Aufrufe und das bin ich gar nicht mehr gewohnt eigentlich. Das ist schon viel für mich mittlerweile. Und möchte mich an dieser Stelle noch einfach mal bei euch bedanken dafür. SpongeBob, ich brauche deine Hilfe. Sheldon ist zu stolz, um dich zu fragen. Aber dein Missgeschick hat den Abfalleimer umgestoßen und du musst ihn wieder aufstellen. Wir haben bereits ein akribisch durchdachtes Gerüst aufgestellt. Aber Sheldon hat seine, zarte Natur nicht mit eingerechnet. Entschuldigung vielmals. Es gibt wichtigere Dinge als umgekippte Mülltonnen. Es ist keine Mülltonne, sondern ein Eimer. Und er ist Bikini Bottoms einziges Restaurant. Ich kann mir vorstellen, dass alle aus einem Abfalleimer essen wollen, aber das Schicksal des Universums... Würde ich auch total gerne. Ja, das ist schon... Kriege ich Hunger, muss ich ehrlich gestehen. Ach was. Das Universum kann warten, bis wir einem Freund in Not geholfen haben. Das Universum kann immer warten. Scheiß mal auf das Universum. Ja, soll ich jetzt da hingehen? Ich möchte ihm eigentlich nicht helfen. Wieso funktioniert das nicht? Meine Berechnungen sind fehlerfrei. Können wir helfen? Ich brauche eure Hilfe nicht. Aber wenn ihr diese ganze Unordnung wieder gut machen wollt, dürft ihr mich gerne unterstützen. Hier, nutzt diesen Hochgeschwindigkeitsbewegungsverstärker, den ich eigentlich dafür erfunden habe. Oh, ist das ein Blasensurfbrett? Ja, aber nur mit einem komplizierten Namen kassiert man die Lorbeeren. Nutze das Blasensurfinstrument. Wie funktioniert das gleich nochmal? Nennt ihr das? Hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Habe ich irgendwo jetzt nicht auf den Text geachtet? Ach, da oben ist das. Ich dachte, ich bekomme das schon. Hat sich aber viel verändert. Jetzt kann ich hier... Oh, oha! Okay, cool. Oh, feia. Hoho. Na, der Jump Bucket steht wieder. Ich war noch nie hier drin. Aber da die krosse Krabbe verschwunden ist, habe ich wohl keine andere Wahl. Gibt es hier irgendwas Essbares? Technisch gesehen ja. Wir Bürger von Bikini Bottom müssen in diesen schweren Zeiten zusammenhalten. Also lass alle wissen, dass der Abfalleimer seine Rolle als die einzige Nahrungsquelle der Stadt demütig annimmt. Ihr Narren! Plankton, ich wusste immer, dass du tief im Innern ein nützliches Mitglied der Gesellschaft bist. Und keine Sorge, Patrick und ich werden nicht ruhen, bis wieder alles so ist wie vorher. Damit nie wieder jemand im Abfalleimer essen muss. Moment, war der letzte Teil wirklich notwendig? Voll gedisst! Hey, ihr sollt... Keines... Du! Knallhart. Nicht zu fassen. So viel reines, pures Gelee. So viel rohe Energie. Für das nächste Kostüm. Es sollte dir vertraut vorkommen, aber lass dich vom Äußeren nicht beirren, wenn du durch das nächste Portal gehst.
Der Karate-SpongeBob. Oh, meine Karate-Montur. Mit diesen Seepferdchen gelangen wir viel schneller von A nach B. Und holpriger wird's ab. Diese Gelee-Dinger sehen wie etwas aus, das Thaddäus machen würde. Es ist schon ein qualitativer Unterschied hier zwischen 30 und FPS. 30 und 60 FPS. Da merkt man auf jeden Fall schon, ne? SpongeBob und Patrick sind auf dem Weg. Ist jetzt kein grafisch anspruchsvolles und PC-lastiges Spiel. Also dementsprechend kann ich ja ruhig mal mit 60 FPS spielen, ne? Der Karate-SpongeBob. Oh, wo sind wir denn in welchem Etablissement? Oh, jetzt verstehe ich, warum in Großraumlimos so viel Platz ist, damit man sich ordentlich dehnen kann. Wo sind wir denn hier? Ich muss zugeben, ich hätte absolut jemand Größeren für die Rolle erwartet. Aber auf mich wirkt jeder klein. Tut mir leid, rede ich zu viel? Das ist mein erster Tag. Ich bin so nervös. Die Aufnahmen beginnen in einer Minute und 58 Sekunden. Nein, 57. Beeilen Sie sich einfach. Stattdessen sind wir nur 0,87 Tage durch, bevor Sie entlassen werden. Ich muss besser sein. Zack, zack, hier lang. Geduld ist nicht seine Stärke oder Verständnis oder Freundlichkeit. Unglaublich, dass das der Star sein soll. Machen wir ein paar Fotos von diesem Reinfall. Was ist das denn jetzt hier? Ich bin doch kein Reinfall. Ich bin gespannt, was auf uns wartet, Alter. Jetzt hier der rote Teppich begrüßt uns, Leute. Das kann ja nur geil werden, Alter. Folge dem roten Teppich. Die Stars brauchen Zeit für sich, sonst werden sie grantig. Wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Ach, wir sind doch kein Star. Wir sind einfach nur ein Lappen. Einen anderen Weg. Ah. Süß und klebrig. Ah ja, guck mal, jetzt sind wir weiter. Dieser Bereich ist zugangsbeschränkt. Keine Fotobomben erlaubt. Wir sind einfach illegal unterwegs. Ja, aber es ist eine geile Kulisse, so mit diesem riesen Schlossanwesen mit dem roten Teppich und so, ist schon ganz geil. Wird der Star vielleicht Thaddäus sein? Hey, Herr Schwab, was machst du denn noch hier? Bitte begib dich zum Ausgang, sonst werde ich gefeuert. Der Regisseur wartet auf dich. Nanu, wie bist du so schnell hierher gekommen? Sie muss sich vorgedrängelt haben, Patrick. So ein Glück. Lieferung. Der hat eine Badewanne in der Hand. Warum hat er eine Badewanne in der Hand? Oh Junge, das ist ja ein großer, schwerer Geleebrocken. Solange er im Käfig bleibt. Ein großer, schwerer Geleebrocken mit einer Badewanne in der Hand. Wieso hat der Typ eine Badewanne in der Hand? Fragen über Fragen. Die werde ich mir wahrscheinlich auch nie beantworten können. Oh, hier ist Wasser. Ganz vorsichtig. Aber ich merke, wie ich in diesem Spiel komplett aufgehe. Es ist total meins. Ich hab da so Bock drauf. Ich wollte generell früher mal Schlacht um Bikini Bottom eigentlich mal nachholen und so. Und aber... ja, es ist halt nie so zeitgemäß, um PlayStation 2 zu emulieren und generell zu zocken. Zu dieser Zeit ist auch, glaube ich, nicht mehr so angesagt. Irgendwie. Und ich will endlich mal ein bisschen weg von diesen älteren Retro-Geschichten schinken. Früher habe ich das ja immer nur computertechnisch auch nicht, ja, keine Ahnung. Mir ging ja nicht, ne? Aber mittlerweile geht das schon. Irgendwie. Oh, da ist ein Knopf! Im Käfig, neben dem Typen! Oh, meinst du den großen? Wo sind wir eigentlich hier? Den Typen, der nicht aufhört, uns anzustarren. Ach, toll. Oh, der mit seiner Badewanne. Oh, Badewanne-Power.
Ah ja, okay. Also einen einfallsloseren Gegner hätten sie sich echt nicht einfallen lassen können, oder? Gib dem doch mal keine... Junge, was ist denn das für ein Typ? Der haut dir direkt zweimal zu. Gib dem doch mal eine vernünftigere Waffe als eine Badewanne, Alter. Nein! Oh mein Gott. Ach nee. Scheiße. Gefährlicher Typ, ne? Wir haben ihn aber erwischt. Schön eine linke verpasst. So cool. Okay. Süß und ist genau richtig für meine Bäckchen. Ich setze hier nochmal einen kleinen Cut. So, da ist er wieder. Für euch eine Millisekunde. Für mich eine Stuhlgangspause. Aber ey, jetzt wo SpongeBob gerade sagt. Catering. Ich zerstöre gerade die Kulisse. Okay, wir sind wohl in so einem Filmset angekommen, wie Patrick schon meinte. Cool. Unverschämt spät, wie ich sehe. Jetzt auf die Plätze. Der Regisseur ist Thaddeus? Er hat eine Vision. Ich dachte, er wäre der Filmstar. Aber gut, Regisseur, ich glaube, da ist er auch vielleicht mit ganz zufrieden. Der gute Herr. Film wird ein echter Flop. Süß und klebrig. Was für einen Wicht von einem Schauspieler haben mir diese in der Agentur da aufgedrückt. Ich habe ihnen Kunst versprochen und so zeigen sie sich erkenntlich. Ich habe einen Helden verlangt, kein kleines gelbes Marshmallow. Hast du zu lange in einem Whirlpool gesessen und bist geschrumpft? Hallöchen, Herr Regisseur, ich bin SpongeBob. Die Aufnahmen beginnen in 9, 8, 7, sehr bald. Diese Durchsagen ständig, ey. Verstehe ich dieses unkultivierte Casting-Gesindel denn nicht, dass ich ihnen gestatte, an etwas teilzuhaben, das zweifelsohne die größte Filmsensation in der Geschichte des Meeres wird? Aber lass dich nicht entmutigen. Immerhin habe ich das nötige Talent, um dich in ein Werkzeug zerstörerischer Schönheit zu verwandeln. Oh, prima. In dieser Szene kämpfst du dich durch die von Banden geplagten Straßen der Stadt, Dat. Und bleib immer im Bild. Und Action. Oh, guck mal, jetzt wird's zu einem Fighting Game. Ja, nice. Also viele Einstellungsmöglichkeiten hat man hier ja nicht unbedingt, oder? Was ist, wenn ich einen V-Sync ausmache? Läuft das ein bisschen geschmeidiger? Ja. Oh, noch mehr Gelee. Ah, im Moment ist das ja eine halbe Leckshow, aber ich spiele halt total flüssig. Ich glaube OBS im Moment. Gar ganz kleinen Moment mal. Ja gut, Leute, ihr habt ein bisschen was auf fast verpasst, leider. Tut mir leid. Wir haben jetzt mit Cassandra und mit Thaddeus mal gesprochen, haben jetzt hier diesen 2D-Fighting Abschnitt absolviert. Haben eine neue Fähigkeit erlernt, die werde ich euch gerne einmal zeigen und nicht vorenthalten wollen. Denn wir können... Ne, wir können es doch noch nicht. Okay, wir lernen gleich eine neue Fähigkeit. Süß und klebrig. So, erst einmal müssen wir hier hoch. Wir sind immer noch in der Filmkulisse.
glaube, hier sind wir richtig. Oh, diese actiongeladene Musik ist ja der Shit. So, zack. Na komm. So, wir lernen nämlich jetzt gleich eine neue Fähigkeit. Oh Gott, war das knapp. Ein kleiner Klaps reicht schon. Um zu beweisen, dass du wirklich einen großen Karatehelden verkörpern kannst, habe ich eine kleine Herausforderung für dich vorbereitet. Über den Dächern der Stadt. Jetzt tritt diese Tür ein und zieh los. Genau, ihr seht, die Tür ist schon eingetreten, ne? Was labert er denn da? Hier ist so nicht zum Eintreten. Und zwar können wir, indem wir, Moment. Hier ist ein goldener Pfannwender. What the fuck? Indem wir... Wie ging das denn nochmal? Kleiner Klaps reicht schon. Ah ja. Und zwar gibt es jetzt hier so Ballons, die du kaputt treten kannst und auch Türen. Da kann ich mit Hilfe meines neuen erlernten Sprungkick ja auch die Gegner wegkloppen. Ist eine ganz nice Fähigkeit auf jeden Fall. Ein kleiner Klaps reicht schon. So, jetzt wird's knifflig. Ist nicht persönlich. Jetzt werden hier alle umgetreten. Ob's Gegner oder Gegenstände sind. Ein kleiner Klaps reicht schon. So, ich könnte, wenn ich wollte, hier oben hin. Aber nö, nö, nö. Wir werden hier lang gehen. Hier muss ich jetzt warten. Auf den richtigen Moment. Und genau, sehr schön. Okay. Neue Gegner. Die Kleinen sehen schnell aus und hungrig. Das haben wir gemeinsam. Nicht das Schnellsein. Ich glaube, das brauchen wir, um vorbeizukommen. Oh Gott. Nein, nicht die schon wieder. Vertreib sie mit einem Karate-Tritt von meinem Set, ja? Kann ich die kicken? Ah ja. Aber so ganz gut. Ingaun hat das eben gerade in die... Ah, guck. Die knocken sich selber aus. Das ist natürlich nice, ne? Ach, die kriege ich nur mit einem Karate-Kick kaputt, oder was? Noch mehr Gelee. Ah ja, okay. Erstmal ausschalten und dann weg boxen. Ich verstehe. Oh Gott, hat er mir aber jetzt aber erschrocken. Na gut, die Assistentin, das kann ja nur Sandy sein, oder? Lieferung kommt. Wenn es um Karate geht. Nein, Perla. Das ist aber jetzt sehr, sehr enttäuschend. Hey, du gelber Schwamm. Am Set verstecken sich viele Paparazzi, die den Regisseur in Verruf bringen wollen, indem sie die schmierige Seite seiner Arbeit einfangen, die es natürlich nicht gibt. Es wäre wirklich Korall, wenn du sie mit ein paar... Korall! Ich hab Korall vermisst. ...ablenken könntest. Ich werde mich besonders fotogen geben. Ach du Scheiße. Okay, das wird mal ein neues Thumbnail werden. Das ist ja voll Korall, ey. Ja! Dieses
Hoho, also dann! Der Huhn SpongeBob. Hoho, also dann! War das jetzt richtig, oh, oder? Ja. Also dann. Ich muss diese Leiste füllen, aber... Oh ja! Also sie fühlt sich so langsam, ne? Ich glaube, ich muss ein... Oh, Moment, ich muss einfach, glaube ich, spammen. Oh, also dann. Ah ja, okay. Das ist... Also dann. Okay, man hat 3 Versuche. Sehr schön. Aber Leute, ich denke mal, hier werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Wir suchen noch den ein oder anderen Paparazzi und machen mal ein paar schöne Fotos. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.